Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Tag der Gamescom. Wer hätte es gedacht? Ich bin wieder da und natürlich sind gestern tolle Sachen passiert. Unter anderem Sachen mit Philipp, also Team Spielkind Philipp. Wir sind jetzt in der Fachbesucherhalle, weil da ist es natürlich deutlich einfach reinzukommen. Es ist noch 10 Uhr und dementsprechend no chance. Aber was auch ganz gut ist, weil ich muss schon mal scouten, wo Nintendo ist. Weil ich habe heute ein Treffen mit Nintendo so und da nehme ich euch natürlich mit hin. Und dann gucken wir uns mal den Stand von innen an, würde ich sagen. FIFA-Match gegen Patrick steht auch noch aus. Das wird alles crazy, aber erstmal jetzt, glaube ich, gehen wir mal kurz zu YouTube, weil da kann man immer gratis essen und wir haben mega Hunger. Erster! Ja! Motivation, erster wirklicher Tag ist auf jeden Fall hier. Ich bin jetzt ganz gut im Gaming-Booth angekommen hier bei YouTube und wir haben jetzt erstmal lecker was gefrühstückt. Und es gibt jetzt so eine Weiterbildung oder so. Sie nennt es Workshop. Ich bin jedes Jahr eingeladen und bin hingegangen. Deswegen Jahr 5 Gamescom. Ich gehe jetzt, glaube ich, mal dahin. Dann gucke ich mir das an und kurz danach kommt dieser Nintendo-Termin und dann gehen wir noch mal ein bisschen durch die Hallen. Lass aufbrechen. Kommt mit. Wow, Effekte. Wow. Ich hab Mr. Mugim getroffen. Ich hab Kiros getroffen. Ich begrüße dich nie wieder so freudig. Wir sind durch. Wir sind durch. Ja? Was? Durch sind wir. Was? Durch. Wir sind einfach was? Durch. Komplett durch. Guck, wer hier ist. Guck, wer hier ist. Warum war ich nicht zu dem tollen Essen mit Paluten und Premium-Creatern eingeladen, Ina? Das ist eine Concurrent Question, die ich jetzt durch alle. Ja, als ob. Ich hoffe, Philipp geht's gut. Das ist die Quest des Tages. Geht's Philipp gut? Gut, natürlich, was nicht fehlen darf, bevor das losgeht, ein Unboxing von den Goodie Bags, YouTube-Sticker. Immer wichtig bei YouTube, ne? Man muss gebrandet durchs Event gehen. Dementsprechend auch einfach mal bekunden, wie cool man die Marke findet, zu der man steht. Ohne die wäre ich ja auch nicht da. Man muss einfach sagen, YouTube ist was Besonderes. Und ich finde es toll. Ich finde es einfach toll. Goodie Bags toll. Ich sitze extra auf zwei Stühlen. Nicht, weil ich nochmal erheblich zugenommen habe, sondern tatsächlich, weil ich dann glaube, ich darf zwei Goodie Bags mitnehmen. Mit dem Goodie Bag, der hier noch ist. Ich glaube, auf der Stirn fehlt noch. Auf der Stirn, auf dem Hals. So. Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Da machen wir natürlich direkt weiter. Und, ne? Creator denken aneinander. Das ist sehr toll. Wir fragen mich auch immer so. Andere Plattformen neben YouTube, Clipfish oder so, 5 Fische für das Video. I don't think so. Weißt du, hinter der Marke stehen. Wir haben eine Tasse hier, I feel Android. Irgendwas, Kopfhörer. Oh, das spannt richtig am Hals. Also ich finde, Brand Loyalty ist wichtig. Wir haben Kiros noch dabei jetzt und ich bin jetzt augenscheinlich Dominik. Ja, wie gefällt dir denn Gamescom bis jetzt? Ja? Wie gefällt dir gut? Ich gefällt mir gut. Das ist ein toller ja. Gamescom, das austauschbare Vlogs. Du hast gesagt, wir kriegen was geschenkt von Nintendo. Ja. Also ich habe zumindest was bekommen. Ja, das ist jetzt wieder das große Ding. Jetzt freue ich mich auf was, das wird wahrscheinlich dann einfach nicht mehr kommen. Das Coolste ist eigentlich nicht mal die zwei großen Sachen, sondern es gibt eine Super Mario. Teetasse mit einem Tee aufbrühdingsdarums da drin. Also quasi so. Das ist gut. Das ist tatsächlich ganz gut. Kurz nochmal in die Booth. Vielleicht auch mal so ein halbes Stündchen Autogramme oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe da noch gar nichts gemacht. Autogrammstunde, die jetzt vorbei ist. War sehr schön, sehr klein, aber wenn man nicht davor ist, dann gehen auch sehr schnell die Leute wieder weg. Aber eigentlich war es ganz nett. Nintendo-Treffen. Ich bin auf jeden Fall übel gehypt, muss ich sagen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, denn jetzt geht's ab in die Business Area. Vielleicht kann ich ja noch was abgreifen. Pflaumen, Alter. Mm. Gefunden. Original erste Wut, die hier drin ist. Bis gleich. Bis später.
nicht du. Nein, Milo. Wir sind drin. Ich habe gerade schon die Donuts getroffen. Wir dürfen jetzt das neue Mario spielen. Ich zeige euch jetzt gleich, wie es davon geht. Leute, wir haben leider nichts groß zum Capture mitgebracht, weil ich ein sehr professioneller, junger, toller Mann bin und Top-Influencer, mit dem man zusammenarbeiten soll. Haben auch die Donuts gesagt, ne? Genau. Deswegen capturen wir das jetzt mit der Kamera. Also das sind keine Ingame-Grafiken. Ilja tut sein Bestes, weil Ilja König ist. Oh. Super Mario Odyssey. Ich bin gespannt, ich möchte spielen. Oh, ich würde gerne mit Metro Kingdom starten. Finde ich auch cool, das interessiert mich nämlich mit dem Menschen. Cappy kannst du steuern auf Y. Cappy kann ich steuern auf Y, das ist gut. Oder Bewegungssteuerung, also so machst du nach oben eine Bewegung. Ach, krass. Ach krass, okay. Also ich merke schon immer wieder, Nintendo probiert mich fit zu halten. Du kannst ja was. Ich wehr mich. Und dann mache ich die Cappy da drauf. Genau, und entweder Bewegungssteuerung oder mit dem Stick. Okay, cool. Aber das ist schön, dass man immer so switchen kann. Wie es einem halt passt. Wie es einem halt passt, ja. Wenn du 25 schaffst, kriegst du einen Mond. Einen Mond? Ja. In echt oder so? Ich weiß nicht. Ein Stern könnte ich noch anbieten. Ich habe schon die Donuts gerade getroffen. Ich weiß gar nicht mehr, was ihr hier noch alles in der Bude habt. Weißt du? Ich will keiner Mond oder so. Da ist der Mond. Juhu! Easy. Also im Prinzip eigentlich Spiel durchgespielt, muss man sagen. Das wäre sehr traurig. Dann denke ich, er hat auch keinen Hut an, also kannst du im Car fahren und jetzt müsstest du das Auto zu dem Mond steuern. Oh, ja, okay. Krieg hin. Oh Gott. Steuerung. Einmal, können wir. Es funktioniert auch. Ja, ja, es funktioniert auf jeden Fall. So, jetzt da. Man merkt, ich bin auf jeden Fall Profi-Autofahrer. Damals schon gewesen. Nein, oh Gott, Hilfe. Nein, können wir bitte einmal. Okay, alles gut. Und es ist leider keine Absicht. Jetzt, ja. Yeah. Dann kannst du quasi Gas geben und mit W springen. Weil so ein Roller kann ja nicht springen. Das stimmt tatsächlich. Also ich habe schon Sachen mit dem Roller gemacht. Ehrlich? Nee, ich bin tatsächlich nur einmal gefahren, dann hat es mich ein bisschen hingelegt in der Kurve. Okay. Und das ist. Ja gut, okay, das dazu. Ich wollte es nochmal ausprobieren. Und zu der. Hier nicht zu dem? Genau, hier zu der Rakete. Jetzt darfst du Sport machen. Fan. Hallo, nein! Oh, nein! Gott, nein! Viel zu großer Fan! Mario! Nein! Warum? Und man kann auch sogar nach oben. Das ist ganz cool. Und jetzt da nochmal? Du kannst auch einmal drum rumlaufen. Geht's mal weiter hoch. Ich bin ein bisschen gerade wie so Donkey Kong. Wenn du die goldenen Stufen wählst, hier oben, dann kommst du ganz nach oben, das ist auch nochmal ein Moment. Okay. Also quasi auf die Stufen drauf springen und dann. Und jetzt klettert er. Okay. Ja, entspannt. Boah, Heidiger, das ist aber groß. Kann man da überall hin? Ja, nein. Du siehst jetzt, wenn du ganz oben bist, siehst du oben. Okay, ich habe Angst. Okay, gut. Ich dachte schon gerade, ich habe irgendwas falsch gemacht, aber. Alles richtig. Und? Man kann ja auch nicht falsch machen. Und? Dann kommst du nach links, dann kommst du links auf die Fläche. Ja, okay. Ob da noch irgendwie was ist zum. Hier ist doch. Das geht nach unten wieder. Das geht nach unten. Aber, okay. Ziel ist der Pool. Und nichts Geringeres. Ein Hutloser? Nein. Menschen mit Hüten. Meine größten Feinde. Entschuldigung. Sir, können Sie bitte Ihren Hut. Oh Gott, nein, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Hallo Taxi, ich möchte du werden. Komplett fasziniert tatsächlich. Ich sehe schon wieder viel Freizeit, die gerade in Nintendo-Produkte reinfließt. In Freude. Ja, das immer.
Nein! Ja, finde ich cool. Das ist halt der klassische Rabbids Humor. Ich spiele jetzt noch ein bisschen Mario gegen also, nee, Rabbids. Das kommt ja auch bald raus. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal was. Ohne Mist, das ist so geil. Und vor allem auch gerade die Mini Super Nintendo ist auch hier, die jetzt Weihnachten kommt. Und da ist jetzt Star Fox 2 drauf, das ist ja nie rausgekommen. Also ich bin auf jeden Fall hyped und das machen wir gleich auch noch. Also da, sonst gehe ich hier nicht raus. Star Fox 2, Leute, ich muss es noch haben, natürlich, das Feature. Wir gehen jetzt fett ins Game rein. Wir haben den Hintergrund ausgewählt, man kann alles neu machen in der Darstellung. Ich bin komplett hyped. Ich fühle mich wieder Wir sind durch bei Nintendo und guck mal, wen ich noch getroffen habe hier. Guck mal, wen ich getroffen habe hier. Nee, aber ich habe dich ja getroffen und du bist ja viel cooler als ich. Nee, genau genommen sind wir getroffen worden. Stimmt, tatsächlich, das war ja... Da sind die Donuts. Ja. Dürfen wir zu den Donuts? Nee, gar nicht. Also ich wollte im Moment am Bart kraulen, das mache ich in diesem Moment. Das ist also okay. 3D, es ist schön, dass das funktioniert. Jetzt kommt natürlich bei mir in der Kommentarsektion nur was wie, wehe, du wäschst dich. Ich möchte jetzt auch die nächsten Tage den Bart anfassen. Na, was riecht das? Es ist ehrlich gesagt ziemlich geruchsneutral. Frühlingsgefühle, dachte ich jetzt, irgendwie so was Geiles oder so. Ich dachte so, da kommt so eine poetische Ader jetzt bei dir raus mal. Oder ich kann zumindest zum Protokoll geben, es sind keine Essensreste drin und das ist eine Menge wert. Glaubst du, du warst nicht überall. Ich habe immer was dabei. Einen kleinen Nascher nennen wir das immer. Ja, aber so tief wollte ich mit der Hand nicht runter. Es hat mich gefreut. Es steht noch auf jeden Fall zwischen uns dreien hier so ein FIFA-Match. Was aus, hier ne? los? Ich mal kurz sagen. Ja, FIFA können wir gar nicht. Super. Aber also, wir lassen es jetzt Match. Ihr bestimmt eins, ich bestimme eins. Und irgendwann Luftgewehr schießen? Luftgewehr schießen? Auf wen? Also es steht noch ein Match an. Gerne. Sei es denn dieses Jahr, wenn wir uns noch über den Weg laufen, oder nächstes Jahr, ja, bin ich dafür, dass wir einen festen Treffpunkt ausmachen und dann irgendwie uns ein Spiel raussuchen, wo ein Donuts Sturmwaffe spielt. Ich hole ein Team, ihr holt ein Team, Band. Hinterm Bahnhof. Hinterm Bahnhof, Deutzer Bahnhof, weil gefährlicher. Du weißt nie, was passiert. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und das Match kommt, Leute. Das Match kommt. Leute, der Hype ist nach wie vor extrem real. Wir sehen es hier das erste Mal live vor Ort. Ihr wisst, dass ich einfach nur eine große Gier habe und eigentlich das machen möchte. Star Fox war echt schwierig, aber natürlich unten Super Metroid, alles easy. Ich finde das sehr lustig, dass jetzt so, glaube ich, das siebte Super Mario Kart, was ich auf der Messe sehe, und meins ist immer noch im besten Zustand. Was mich mega gefreut hat, waren wirklich die Donuts. Wir haben auf jeden Fall ein Treffen. Ist jetzt fest vereinbart, Kontaktdaten sind ausgetauscht worden und ich kann euch so viel verraten, Leute. Paintball-Match, Team Waffel, ich stell, oder UFO gegen die Donuts. Bock, nicht Bock? In die Kommentare. No shit, wir haben das wirklich gemacht. Also wenn ihr da Bock habt, organisiere ich das. Wir gehen jetzt wunderbar zu einem der wichtigsten Sachen auf der Gamescom. Jedes Jahr ist es ein Highlight. Die Kanzlerin hat's gespielt, sie hat mich inspiriert. Und es muss gemacht werden. Es muss gemacht werden. Freust du dich drauf? Farming Simulator 2017! Wie ist der Farming Simulator? Ja, auf einer Skala von 1 bis 100. Wie geil ist er? 100, 100. Okay, mach mal was. Ich bin bereit. Du machst Let's Play jetzt. Okay, gut, schlecht, Weizen, keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Hilfe. Ich glaube, Schilf oder sowas. Kommt ihr vom Land? Kennt ihr euch aus damit? Ja. Wollt ihr mal Bauern werden? Ja. Oder YouTuber? Beides. Beides. Bauern-YouTuber? Ja. Also wie ApoRed. Oh! Ja, gerne. Wir laufen einmal kurz, glaube ich, ein bisschen hier raus, sonst werden die sauer. Wir machen schnell mal Autogramme und danach muss ich noch zocken. Das wird nichts, aber ist nicht schlimm, weil da hinten gibt es noch einen Farming-Simulator. Einfach alleine über die verdammte Messe zu gehen, ist so eine dumme Idee, Leute. Wir gehen einfach zu einem anderen Farming-Spiel.
Farming Simulator hat mich im Stich gelassen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal zu Pure Farming, weil Pure Farming ist vielleicht das, was ich jetzt machen möchte. Weil pures Farmen hört sich an wie was, wo ich auch gerne einfach mal schön entspannt, ein bisschen easy meinen Shit ausleben kann. Wir haben nämlich eine große Maschine. Wenn ich da jemanden finde, wo ich mal richtig schön einen wegbaggern kann, weil es gibt wenige Ziele in meinem Leben, wenige Ziele in meinem Leben, die ich noch erreichen möchte, aber auf jeden Fall, die haben eine Schlange. Nein! Nee, ich möchte ja unbedingt Farming zocken. Du hast nichts gezockt? Nee, nie. Nein, das nehme ich nicht an. Okay, Leute, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich habe ein bisschen Angst. Nein, ich kann nicht mehr. Nee, sorry, ich kann das nicht. Ich möchte das nicht nehmen. Nein, warum habe ich die Winzeit-AIDS-Zuschauer? Ich möchte euch nicht. Geht weg, guck den an. Darf man darunter mal? Oder nicht? Gar nicht anfassen. Auch nicht rein. Schade. Hi. Wir haben es jetzt durch die Autogramme geschafft. Ich will unbedingt noch so ein Farming-Spiel spielen. Ich stelle mich jetzt hier an. Vielleicht sehen wir uns gleich noch wieder oder auch nicht. Bis dahin aber nur mal Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat heute. Daumen nach oben, wenn ihr ein Match gegen die Donuts sehen wollt. Es geht weiter. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Ich stelle mich an, Mann, für Pure Farming. Warum? Hallo, wir warten jetzt seit 50 Minuten. Bestimmt. Wir sind fast dran. Ich hab keinen Bock mehr. Wir sehen uns morgen wieder. Ich geh jetzt aus der Schlange. Tschüss. Fernbus T-Shirt. Ja, natürlich. Fernbus Poster. Poster, alles wohin? Campy. Wo muss ich hin? Wir feiern das ja. Was sehr, dass ihr spielt, muss ich sagen. Ja, du bist von Aerosoft. Ach, echt? Ja. Geil. Ich will alles. Geil. Ach, Tatsache. Ich nehme ruhig zwei gleich. Geil. Willst du auch T-Shirts mit böseren anderen Sprüchen wie, warum liegt denn hier überhaupt Stroh rum? Alles. Ja, wir machen Stroh-Add-on halt. Ach du Heiliger. Warum liegt hier überhaupt Stroh? Ihr seid eine tolle Marke. Ist das? Delivery Service. Kommt demnächst raus. Ah, das kommt demnächst raus. Ist das der neue heiße Scheiß? Danke dir. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.